Ja, hallo Ursula, herzlich willkommen zu diesem Video und du möchtest heute mit uns über etwas sprechen. Das wäre? Lebensgemeinschaften, Wohngemeinschaften in Paraguay. Oh, wow. Ja, und zwar ein Konzept mit 5 bis 10 Einheiten, 2 Hektar, wo die Leute für 3.000 bis 5.000 € pro Hektar Land kaufen können und in der Gemeinschaft bauen sich was auf. Mit Gemüseanbau, Support von unserer Seite, mit dem Agraringenieur und eine einheimische Familie vor Ort, die die Arbeit macht. Oh, das hört sich ja super interessant an. Aber für die Leute, die dich noch nicht kennen, kannst du noch mal vielleicht zwei, drei Sätze sagen zu dir? Ja, okay, ich bin jetzt schon eine Zeit lang in Paraguay, habe in den letzten Jahren mit jungen Leuten zusammengearbeitet. Angefangen habe ich mit einem Hostel, Casa Paradiso, ist mehr ein Co-Living Space, wo jetzt ein paar Deutsche sind, überwiegend auf Monatsbasis. Gut, das war der Anfang. Hier in Paraguay kann man nicht gleich groß durchstarten. Man muss sich hocharbeiten. Das nächste Projekt war dann Gemüseanbau bei einer Landwirtschaftsschule in Villa Rica mit Genehmigung vom Landwirtschaftsministerium. Also habe ich jetzt dieses aufgebaut und jetzt möchte ich gerne ein Immobilienprojekt realisieren, diese Lebensgemeinschaft. Es sind schon ganz viele Leute, die gerne in so einer Gemeinschaft leben wollen. Ja, allein ist sehr schwer. Ich habe auch sehr viel Lehrgeld zahlen müssen. Das war alles nicht einfach mit den Paraguayern. Aber wenn man keinen Kontakt mit denen hat, kommt man hier auch nicht weiter. Dann bleibt man der ewige Tourist. Es gibt hier ein paar Deutsche, die tun sich zusammen und denken, wir bauen hier jetzt ein Dorf auf. Okay, ich habe schon ein paar Mal beobachtet, sie schaffen es nicht, einen Konsens hinzubekommen. Andere schaffen es nicht, das zu organisieren, kaufen das verkehrte Land, dann sind da Bäume drauf, es darf nicht abgeholzt werden. Und wenn, oder sie haben keine Kenntnisse von der Landwirtschaft und haben nicht den Support und auch nicht den Zugang zu den Paraguayern. Das konnte ich ein paar Mal beobachten. Eine andere Alternative, was man hier häufiger findet, Leute kaufen sich über einen Investment-Trip Land in Paraguay. So, das ist dann manchmal arg abseits gelegen. Ja, und andere erstellen dann ein Haus und übernehmen die Bewirtschaftung. So, das ist meistens sehr teuer. Die Leute müssen jetzt aber in der heutigen Zeit aufpassen, dass ihr Vermögen nicht mehr in der deutschen Gesellschaft ist oder in der europäischen Gesellschaft. Das ist oftmals bei diesen Investments-Trips gegeben. Ich habe auch schon ein paar Mal erlebt, dass die Leute keinen Zugriff mehr dann auf ihr Vermögen hatten, weil sie einen Titel nicht bekommen haben. 50 Hektar Land gekauft, aber trotzdem keinen Titel bekommen. Und das erst später aufgeteilt wird, wenn das letzte Objekt verkauft ist. Und da kann die Investmentgesellschaft natürlich das so lange hinausschieben, wie sie wollen. Oh, Pech gehabt. okay. Also, wenn ich das richtig verstehe, dann steht man auf jeden Fall vor ein paar großen Herausforderungen. Ja. Erstmal überhaupt das richtige Land zu finden, Ja. weil Paraguay ist groß und es gibt unterschiedliche Zonen. Und je nachdem, was man vorhat, zum Beispiel Gemüse, Pflanzen oder so, ist ja auch nicht überall möglich. Und zu weit vom Schuss sollte es auch nicht sein. Ja, man braucht auch gute Kontakte, auf Auf jeden jeden Fall. Fall, auch zu den Gemeinden. Ohne Support von den Gemeinden wird so ein Projekt auch nichts. Die Gemeinde muss auch einen Vorteil haben. Es ist eine Zusammenarbeit. Ich möchte diese Projekte im Umfeld von Asunción jetzt aufziehen, so an verschiedenen Standorten. Einige wollen mit ihrer Verwandtschaft zusammenleben, andere sagen, mit guten Freunden, ich bin nur für einen Monat da, dann bin ich den Rest des Jahres am Reisen oder ein paar Jahre bin ich weg, aber ich möchte hier einen Zufluchtsort haben für Worst Case, wo ich dann hin kann, wo ich Gemüse anbauen kann, wo ich versorgt bin. Und es soll nicht so viel kosten. Für 10.000 € bekommt man hier schon 1, 2 Hektar Land. So, wenn man handwerklich begabt ist, kann man mit anderen Handwerkern selber ein Haus bauen. Für ein Haus muss man hier in Paraguay nicht mehr als 20.000 € ausgeben. Dann hat man schon einen schönen Bungalow. So. Und was ich sonst so bei den Investment-Trips gesehen habe, es geht natürlich auch teurer. Und die Grundstücke sind dort auch ein ganzes Stückchen teurer und die sind extrem weit weg. Man muss wissen, das beste Business in Paraguay ist, Land aufzuteilen.
kleine Einheiten sind hier teuer. Wenn man jetzt aber 20 Hektar hat, dann ist der Preis viel niedriger. Und das allerbeste Business ist, aus einem Hektar Land viele kleine Grundstücke zu machen, Slots, 360 Quadratmeter, und das an Leute zu verkaufen. Das wird bei diesen Investorentrips gemacht. Und damit verdienen sie sehr viel Geld. Ah, okay. Also es geht auch anders. Bei diesen Objekten besteht natürlich immer die Gefahr, dass sie zum Schluss die Grundstücke nicht mehr verkaufen können. Viele merken dann, es ist überteuert. Da kenne ich jetzt auch zwei Objekte, die so etwas stagnieren. Werden zum Schluss die Grundstücke nicht los. Obwohl ich jetzt auch gehört habe, in den letzten Monaten versuchen ganz viele ihr Geld außerhalb von Europa zu bringen. Aber dann haben sie es jetzt investiert. Ja, in eine deutsche, europäische Gesellschaft, so was Blödes. Und dann haben sie keinen Titel und dann ist ihr Vermögen irgendwie nicht mehr in ihrem Zugriff. Oder es gibt Konzepte, wo es keine Erträge gibt. Ja. Ja, und das ist ja auch, glaube ich, steuerlich. Vielleicht könnte das zum Problem werden, oder? Ja, absolut. Ich bin selber Steuerexperte. In Deutschland habe ich mich auch mit internationalem Steuerrecht beschäftigt. War immer in mittelständischen und großen Firmen unterwegs, in dem Bereich als Finance Manager. Ich kenne das alles. Und ich habe mich selber hier eingearbeitet in das Thema hier in Paraguay mit Firmengründen, USLC. Ja, das ist nicht so einfach, an das Know-how hier in Paraguay zu kommen. Steuerexperten gibt es hier nicht so recht. Einen habe ich kennengelernt. Aber das Steuerrecht ist hier nicht so umfangreich und keiner von denen kommt auf die Idee, dass man vielleicht noch einen Sachverhalt aus Europa mit berücksichtigen müsste. Also hier fehlt das ganze Know-how in der Hinsicht. Mhm. Auch juristisch machen viele sehr viele Fehler. Das mit den Vertreterregelungen wissen auch die wenigsten, dass man sein Vermögen nicht in eine Aktiengesellschaft packt, um es später zu vererben, weil dort muss Einstimmigkeit herrschen. Die Paraguayer gehen hin und sagen, ich teile das zu Lebzeiten schon auf, damit ich die Probleme nicht habe, damit das nicht blockiert ist. So, viele wissen es nicht. Okay, das geht ja jetzt schon ganz schön ins Detail. Aber nochmal kurz, um das Problem zurückzukommen mit den anderen Barrios, nennen Sie